Wenn du dieses Video hier geöffnet hast, dann gratuliere, du hast 1000 Euro gewonnen. Pause, Pause, nie, acht, nicht, aber du darfst meine Stimme hören. Hier ist Bizarro live dabei. Zeit zum Loginnen, oder? Ja, loggen wir in. Yay! Zwei neue Nachrichten und 11. Spieltag. Wir waren gestern Vierter. Ich weiß nicht, wo wir heute sind. Gegen Tottenham. Ja, darf man jetzt einmal verlieren, Freunde. Dürfte nicht so böse sehen. Wir sind trotzdem auf unserem Ziel. Wir sind 17er, zwar ziemlich knapp, aber auch der Rest nach oben ist gut. Arsenal wird schwer. Ich schaue nur kurz gleich mal im Vorhinein in die Tabelle rein. Arsenal könnte sogar gar nicht so schwer werden. Gegen Arsenal könnten wir sogar recht viel schaffen. Schauen wir mal ins Training hinein. Nichts gebracht, stark verbessert, Albrighton, sehr, sehr stark. Nichts gebracht und auch Steer wirklich gut. So, Labiat ist verletzt, das heißt, ich werde Benteke reinstellen. Albrighton, bist du denn wahnsinnig? 92 jetzt schon, den machen wir aber zum 100er. Okore, Okore, Start, Aufstellung. Yay! Benteke wird spielen. Und zwar hier. Kojak. Mittelfeld ist auch leer. Eigentlich will ich Albrighton jetzt gar nicht spielen lassen, aber gegen Arsenal wäre es eigentlich besser. Bleibt mir ja nichts anderes wirklich übrig. Tut mir jetzt ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich gerne so stark wie möglich gespielt hätte. Wir schauen mal fitnessmäßig aus. Uiuiui. Flar. Oh, Kelly ist auch wieder fit. Der war gesperrt. Gut, dann schauen wir nochmal ins Training rein. Gibt es jetzt ein, zwei Veränderungen, die ich dann doch wieder reinbringen muss. Und zwar nur eine. Und ein Sockbier. Nee, Tonef. Gut. Schauen wir auch einmal kurz im Transfermarkt. Stürmer oder so wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht schauen wir jetzt einmal kurz so alles durch. Was gibt es an Torhüter? Interessiert mich eigentlich nicht. Haben wir eh genug starke? Wir haben 9 Millionen. Das heißt, bis daher können wir kaufen. Und Cedric Soares oder so. Klingt sehr, sehr interessant. Und auch Maloca von Hajduk Split. Wirklich, wirklich stark und auch recht billig. Muss ich mir mal merken. Mittelfeld bis zu 9 Millionen. Das ist bis hierher könnte ich gehen. Und da wäre Demarcus. De Marcos wäre wirklich sehr interessant. Wirklich, wirklich sehr interessant. Der Rest ist eher so Durchschnitt, interessiert mich dann nicht so sehr. Und Angreifer gibt es gar nichts. Gibt es gar nichts. Ja, dann sparen wir trotzdem noch ein bisschen. Müssen jetzt Arsenal besiegen, so viel ist einmal fix, dass wir unseren Platz 7 halten werden. Da bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, Freunde, aber ich glaube an unser Team und ich glaube, unser Team glaubt auch an uns. Und ich möchte mich jetzt auch einmal kurz hier bei allen, bevor ich hier weiter Nachrichten lese und so weiter, bei allen Zusehern von mir bedanken, die mich täglich auftreten oder auch nur ein paar Mal. Wir haben jetzt insgesamt gesehen die 1000 Klicks erreicht. Das ist eine extrem große Zahl. Es gibt gar nicht so viele kleine Let's Player, wie ich halt noch einer bin. Betonung auf noch, hoffentlich wird das mal besser. Schaffen, das ist so ein erster Schritt Richtung wow, also eine unglaubliche Zahl ist. Ist wirklich fantastisch und bedeutet mir sehr viel. Ich danke wirklich jedem. Es wird jetzt ein paar Sachen werden kommen. Ich arbeite auch gerade an einem neuen Kanalintro, was ich probiere, etwas aufwendiger zu gestalten. Ob es wirklich so gut wird, wie ich es. Also gut wird es nicht werden, weil ich ja kein Profi bin, aber es wird hoffentlich besser als mein jetziges. Arbeite ich auch daran. Pokémon wird heute wahrscheinlich auch kommen. Ein Sendeplan ist auch in Arbeit und das ist einfach nur Wahnsinn für diese 1000 Klicks. Wirklich danke. Also derzeit sind es nach meinem neuesten Stand, während ich aufnehme, gleich 1027, 1028 oder so, also wirklich die 1000 überreicht und Freunde auf die nächsten 1000 Klicks, auf die nächsten Abos, auf alles, wirklich danke und ja, jetzt gehen wir mal kurz weiter, das wollte ich jetzt einfach nur mal loswerden. Schauen wir mal, zwei Nachrichten.
Zweimal von Tommy. Hä? Hallo, ich bin ein großer Fan von dir und wäre schön, wenn du mich in deinem Let's Play vorstellst. Danke im Voraus. PS, tut mir leid wegen Rechtschreibfehler. Bin erst 11. Oh, das ist aber cool. Das ist wirklich cool. Also, hey Tommy. Hallo. Keine Sorge wegen den Rechtschreibfehlern. Das wird schon noch. Die habe ich auch alle gemacht. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als du. Aber keine Sorge, es freut mich, wenn ich, obwohl ich ein kleiner Let's Player bin, einen großen Fan habe. Natürlich stelle ich dich vor, warte, ich werde dich da mal gleich so ein bisschen daneben tun, aber du hast mir gleich nochmal geschrieben. Und zu den Freunden hinzufügen, ja. Puh, wenn ich weiß, wie das geht, probiere ich es einmal. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich weiß, wie es geht. Wow, jetzt, das ist alles so viel auf einmal. 1000 Aufrufe erreicht, ein großer Fan. Schauen wir jetzt mal kurz zum Tommy hinüber. Geschlecht männlich, aus Deutschland. Hat schon über 300 Logins im Manett sein. Hat schon 23 Spiele 34 Spiele gespielt und 21 Siege davon. Also Tommy, nicht schlechte Statistik, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Kontaktliste, ist das das? Ich weiß es nicht. Wartet mal, hier gibt es Freunde. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und jetzt schaue ich hier Freunde. Ha, so funktioniert das also. Ja, okay, das heißt ab jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr mir schreiben, hey, Spizarro, bitte, werden wir Freunde und so weiter. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas tatsächlich so gibt. Ist eine coole Sache. Ja, dann werde ich hier, Peter, mit dem habe ich ja auch eine Zeit lang nett geschrieben. Dann füge ich jetzt auch einfach dazu. Hier so, solltest du mich schauen. So, wir sind jetzt Freunde und aus. Ja, das heißt, ab jetzt könnt ihr mir gerne schreiben: Hey, Spizarro, wollen wir Freunde werden? Kein Problem, also mich stört so etwas gar nicht. Und jetzt gehen wir zurück zu den Nachrichten. Wow, das hat echt cool geklungen. So. Natürlich werde ich hier auch noch antworten. Abgesehen davon, dass du das im Let's Play sehen wirst, wenn du mich tatsächlich schaust. Gut. Freut mich, dass ich gut bei dir ankomme. Oh. Ha! Oh, jawohl! Ui! So! Ach, go. Ich darf mir die Rechtschreibfehler nicht mehr so leisten wie du. Muss ein bisschen aufpassen. So. Gut, das wäre erledigt. Ja, ich glaube, das war's dann eh für heute. War ein bisschen länger, wie schon gesagt. Ich habe mich bedankt. Ich habe anscheinend einen ziemlich großen Fan, wie es aussieht. Wir haben leider verloren, aber ich glaube, gegen Tottenham darf man auch verlieren. Tottenham wirklich eine starke Mannschaft. Aber wir, wie schon gesagt, werden auch immer besser und ja. Bis zum nächsten Part von OSM. Oder auch zum nächsten Part von Pokémon. Oder auch zum nächsten irgendwas. Bis dahin. Brav bleiben. Und tschüss!